Conny kommt wie in den orangen Käfer her. Du siehst das nicht, aber du hörst es schon. Ihr müsst eins wissen, ich bin wirklich streng, aber ich bin auch sehr ungerecht. Die halbe Stadtbar ist architektonisch eigentlich sehr spannend, weil sie eben in den Stadtbahnbögen direkt unter der U-Bahn liegt. Sprich, alle 10 Minuten, Viertelstunde fährt die U-Bahn drüber. Tadak, 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 tadak. Es ist auch wieder total unaufgeregt, einfach eine Bar ohne Schnickschnack und sehr konzentriert auf das, worum es geht. Ja. Du bist noch nicht mal drin, du stehst vor der Glasscheibe und du siehst die Conny auf dich zugehen oder den Erich und du weißt schon, wow. Da kommst du einmal hin und bist schon zu Hause. Ja. Es ist sehr, sehr einzigartig, definitiv Originale. Auf einen Drink in die halbe Stadt zu gehen, ist quasi unmöglich. Weil man einfach auch ein Theaterspiel geboten bekommt von den beiden. Waldorf und Stettler von den Muppets, die zwei alten Krantler, die da am Balkon sind, so wurden wir mal bezeichnet. Und ab dann geht einfach die Show los. Und stellt die Wassergläser an den Tisch und sagt, grüß euch. Und der will die Karte greifen und die zieht die Karten zurück und sagt, ach, entschuldige, bevor du meine Karte angreifst, darf ich dich ja bitten, hinten rechts um die Ecke sind die Toiletten zum Händewaschen. Warum soll ich mir die Hände waschen? Ja, wie gesagt, nachdem du dich da draußen erleichtert hast. Was, wir haben nicht, du, wie gesagt, schau, das ist Glas. Man sieht nicht nur rein, man sieht auch raus. Hat er gesagt, das hat man noch nie jemand gesagt, dass immer so langer Typ, dass ich mir die Hände waschen soll. Ja, wie gesagt, ist das nicht gut, wenn es die Mama zu Hause vergessen hat, dass du endlich zu mir kommst. Die sind im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die sind sowas von uneitel, ja, und einfach Gastgeber mit viel Herz und Seele. Teilweise denke ich mir, ma, was hat's denn Deutsche wieder gedacht? Was hat's denn Deutsche wieder gesagt? Da kommt die Conny selbst auch zu mir und sagt, ma, ich glaube, ich war jetzt fast schon ein bisschen zu frech. Aber es ist wirklich so, die Leute lieben das. Und du weißt nicht, warum. Hat es damit zu tun, dass die Conny dreifache Mutter ist, zweifache Großmutter ist, auch diese Ausstrahlung hat. Die Conny spürt das nicht. Die Conny ist das einfach. Die, und hat aber auch dann diese Herzlichkeit. Ich mag ja die Menschen, die da herkommen. Warum soll ich mich verstehen? Mit lustigen Anekdoten und Sprüchen, typisch wienerischen Humor, perfekten Drinks und perfekten Gastgebertum. Zur Halberstadtbar bin ich eigentlich gekommen wie die Jungfrau zu ihrem Kind. Ich habe verschiedene Berufe gemacht, bin von Berlin zurückgekommen und dann hieß es, du, da sucht jemand, aber gleich mit Option zu übernehmen. Ja, und seitdem sind wir seit über 20 Jahren hier und keine Sekunde bereut. Also Erich ist definitiv der klassische Barmann, der gerne hinter der Bar steht, die leckeren Drinks mixt. Ja, ich meine, er ist halt auch schon ziemlich lang im Geschäft, länger als so manch andere dort. Also wir haben uns auf die klassische Richtung orientiert, vor der Prohibition, zur und auch danach. Also eher sehr alkoholische, aber sehr ausgewogene alkoholische Getränke. Hat, wie ich finde, einen wunderbaren Shake. Er ist halt einfach auch ein Spirituosenfachmann. Von meiner Seite war es immer so her, dass es auch weniger ist mehr ist. Und eben einfach hochwertige Spirituosen nehmen, frische Säfte und eigentlich nicht allzu viel Zutaten. Conny kann sehr, sehr gut Drinks empfehlen, weil sie, glaube ich, besser als viele versteht, was die Gäste eigentlich möchten. Es gibt für mich einen ganz bezeichneten Drink. Das ist eigentlich der Aviation, über den ich das gelernt habe. Und gerade wenn man in einer Karte stöbert und man sieht nur die Zutaten des Drinks, sind viele Gäste natürlich erstmal so ein bisschen überfordert. Und liest Gin und Zitrus und Veilchenlikör. Und wenn du an ein Veilchen denkst, dann denkst du an etwas Liebliches, Süßes mit einem wunderbaren Duft. Und dann kriegst du einen Drink, der ist unglaublich köstlich, erfrischend, sauer und trocken. Und floral. Und dann bist du enttäuscht, weil du das Veilchen ja ganz anders im Kopf hast. Sie hat dann schon eine eigene Gabe, das umzusetzen. Und das, wenn die Conny dann mal nicht da ist, weil es dann manchmal nicht notwendig ist, dass wir zu dritt sind,
die dann sagen, oh, komm, die kann ich heute nicht. Sag ich, du, die kann ich, war schlimm, die hat Hausarrest und Fernsehverbot, die kann heute nicht in die Bar kommen. Na, okay, wer sagt mir denn jetzt, was ich trinken soll? Sag ich, hey, entschuldige, ich bin auch noch da und ich bin sensibel. Sie hat einfach einen Status in der Bar, sich arbeitet bei den Gästen und auch mit ihren Empfehlungen. Sie malt Bilder im Kopf. Wenn du dir eine Wolke vorstellst, nicht so wie Zuckerwatte süß, sondern wirklich eine Wolke, die kalt ist und eigentlich erfrischend und nach wunderbarer zartbitter Schokolade schmeckt. Diese Empfindung, wenn du auf die U-Bahn wartest. Weil man aber eben dieses Bild dazu auch erzeugen kann und weil jeder Gast mir recht gibt. Sie hat so ein gutes Bauchgefühl und kann das so gut erklären und die Gäste haben so viel Angst vor ihr, vor ihrer Dominanz, dass sie das einfach immer wieder wahrnehmen. Aber das beherrscht sie wirklich großartig. Es braucht keine Angst vor mir haben. Man vermutet im ersten Augenblick nicht, aber ihr Lager ist dann im Endeffekt auf der anderen Straßenseite. Wenn man dem Lager ein bisschen weiter folgen darf und kann, dann kommt dann so eine kleine Alt-Wiener Wohnung zum Vorschein. Das Extrazimmer ist eine ausgelagerte Bar quasi über die Straße drüber im Keller. Wo halt dann Erichs ganzer Stolz mehr oder weniger dann auch noch drin steht. Also sprich, eine riesengroße Sammlung an Spirituosen. Für uns ist das Extrazimmer auch so eine Vorbereitung vor dem Dienst. Conny ist in der Zwischenzeit in der Bar. Bei mir ist es einfach, den Kopf frei zu machen, sich darauf vorzubereiten. Frau Wunder ruft mich dann ab und zu an und meint, du, bist du eh nicht eingeschlafen? Ich höre nichts von dir. Sag, nee, das geht schon. Das muss man sich erst verdienen da drüben. Und ansonsten ist Erich natürlich einer der Ersten gewesen, der auch sehr, sehr viel gereist ist, auf der Welt sehr, sehr viel gesehen hat und dadurch auch die ganzen großen Barköpfe weltweit alle kennt. Der Erich ist einfach wahnsinnig interessiert immer gewesen in allem, was alle rundherum machen. Ich möchte sehen, was läuft international. Ja, vor, ich weiß nicht, ich schätze 15, 16 Jahren hat es ein bisschen mehr begonnen, mehr zu greifen, die ganze Bar-Szene. Und da hat es dann so nach und nach immer mehr Messen gegeben, ob das Paris war, ob das Berlin ist, der BCB, ob das ganz egal. Und ja, da ging es richtig los, so überhaupt, dass so ein guter Kontakt entstanden ist zwischen den Barleuten. Das war ja früher nicht so. Früher hat man mehr oder weniger eifersüchtig vor sich hingewurstelt und bloß keine Rezepte geteilt. Ich habe mich dann entschlossen, in weitere Wege zu gehen, um einfach zu sehen, wie Kollegen, Kolleginnen in anderen Städten arbeiten und hatte eben das Glück, dank der Familie eben diese Möglichkeiten wahrzunehmen, auch in sehr angespannten finanziellen, wirtschaftlichen Situationen her. Meiner Meinung nach schon einer der ersten Traveling Bartender so ein bisschen. Dadurch hat sich das dann einfach ergeben. Das ist dann so wie eine Kettenreaktion, wie ein Schneeballeffekt. Ja, und das war eben die Summe. Da waren Leute wie Sascha Petrasque, Salvatore Calabrese, Alex Gratena, Francesco Laffaconi, wow. Und dann steht der kleine Vasicek Wienerbur dort. Und das hat sich dann einfach multipliziert. Dass man sich immer wieder trifft und auch eben austauscht und Tipps gibt und da hat sich so haben sich schon so ein paar richtig freundschaftliche Beziehungen ergeben. Erich ist eigentlich der, gerade für meine Generation, der Barpapa in Wien. Und ist einer der Köpfe einfach, die dann auch in diese Barszene in Wien auch reinholen. Das ist natürlich auch ein Sprachrohr für die österreichische Szene geworden. Weltweit hat er Freunde und Weggefährten, die ihn sehr schätzen. Geben und nehmen, glaube ich, ist das Beste. Und ich bin dankbar darüber. Diese einfach Wiener Herzlichkeit, also um das Klischee mal zu benutzen, aber das haben die beiden einfach drauf. Und das macht es halt auch so unangestrengt und angenehm. Man merkt in der Halbestadtbar gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil eigentlich quatscht man den ganzen Abend mit Conny. Diese Lockerheit, dieser Spaß an der Arbeit, was für ein Typ, was für ein Barmann. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen Freude verbreiten. Gemeinsam sind wir einfach viel mehr und viel stärker. Ist es unglaublich bewundernswert, dass wer seinen Berufsstand so ernst nimmt und mit so viel Respekt aber verfolgt.
für meinen lieben Schatz Conny. Ich möchte dir einmal sagen, wie stolz ich auf dich bin, wie wir gemeinsam diese schwierigen Zeiten überstanden haben. Und wenn ich heute zurückdenke, wie stark du hinter mir gestanden bist, für das bin ich dir so dankbar und ja, ich liebe dich. Erich, ich hab dich unglaublich lieb. Du bist für mich einer der großartigsten, genialsten Menschen und viel zu bescheiden für das, was du kannst und was du bist. Unser Privatleben ist extrem langweilig eigentlich. Ich habe den alten Käfer, der kein Radio hat, gefahren. Wenn ich fahre, Erich sitzt am Beifahrersitz. Erich liest dann meistens am Handy irgendwelche Nachrichten. Und ich sage dann, was liest denn gerade? Und sagt, ja, das und das. Geh, sag ich, lies vor. Ich liebe das. Wir sind wirklich extrem langweilig. Langweilig ist großartig. Welcome to Living Room Pictures, home of visual storytelling.